He just wants to get past his teammates, which he does. No, he's going to puncture. They made contact. So, servus Freunde des gepflegten Simracing. Wir sind heute mal wieder am Start. Zusammen wie immer mit dem Hufidan. Servus Hufidan. Servus Wegmert. Servus, servus. Wir machen ein Training heute in Japan, Suzuka. Und zwar für das anstehende Ligarennen am Wochenende, am Sonntag. Sonntag ist wieder Race Day, alle zwei Wochen. Bei uns in der F1 Online-Liga. Und wie gesagt, diesmal sind wir in Suzuka in Japan. Und trainieren heute wieder ein bisschen. Schauen wir mal, wie das Wetter wird. Ich hoffe doch gut. Wir wollten sie eigentlich einstellen, aber... Hat nicht funktioniert? Nee. Ja, im Rennen. Gut, aber ich meine, Rennen hatten wir jetzt eh nicht geplant, heute unbedingt zu fahren, ne? Nee. Daher... Das werden wir jetzt ja gar nicht schaffen. Genau. Dann lassen wir das jetzt einfach mal. Ich meine... Wir waren ja wahrscheinlich die Woche eh noch mal trainieren. Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann können wir ja immer noch mal im Regen probieren. Genau. Bis dahin war ja vielleicht irgendwo was rausgefunden haben, wie das funktioniert. Weil das ist wirklich eine Krankheit, ja, das kann nicht normal sein. Wann haben wir trainiert? Gestern, glaube ich. Na, Freitag. Ja. Freitag. Drei Tage. Freitag, genau. Hat's ja geklappt, ne? Ja. Genau. Ja, und jetzt auf einmal nimmer. Kann ja nicht, irgendwo muss ja Fehler sein, ne? Ja. So, weißt du was? Ich fahre direkt mal raus. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Ich fahr mit. Ja, warte mal, ich mach das schnell. Ja, nehmen wir Sprit hoch rein. 8 Runden. Kopf drück schnell raus, schnell. Ja. Übrigens, ne, für alle, die unser erstes Video angeguckt haben, da sind wir noch für Haas gefahren. Wir dürfen jetzt umsteigen in einen Alpha Tauri. Finde ich wesentlich angenehmer. Auch nicht der maximale Sprung nach oben, aber der Motor ist halt wenigstens angenehmer, ja, weil er nicht so kreischt, ne? Ja, mit Bolidenleistung fahren wir eh gleich, aber wie gesagt, der Motor vom Ferrari ist eine Katastrophe. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, denke ich trotzdem auch, dass das Auto irgendwie sich anders verhält. Ich weiß es nicht, vielleicht ist wahrscheinlich billigst mal ein, aber... Also ich finde auch, dass es sich irgendwie anders fahren lässt. Also ich komme mit dem Alpha Tauri besser klar als mit dem Haas. Ich auch, ja, auch wesentlich besser. Wie gesagt, obwohl die Bolidenleistung auf gleich steht. Ja. Bei der Umstellung, ne, mit den Schaltpunkten, weil der Honda trotzdem Honda Motor ein bisschen dumpfer ist. Das heißt, wenn es den Ferrari Motor grün ist, ist schon Umstellung. Das stimmt. Was für Reifen bist du draußen? Mediums. Ah ja, ich auch. Heiliges Mal, was hab ich jetzt gemacht? Denk dran, ein Auge auf deine Reifentemperatur zu haben, mit Hilfe der Temperaturtafel deiner MFA.
Wir überwachen sowohl die Temperatur im Inneren als auch auf der Oberfläche. Und die besten Leistungen erzielst du, wenn beide im Normalbereich liegen. Die Oberflächentemperatur fluktuiert schneller. Also fahr ein paar Runden mit offener Tafel, damit du ein Gefühl dafür entwickelst. Oder es liegt, wenn man Zeit vor, ne? 1,29 irgendwas, das ist satt. Das ist gut, ja. Ungültig, jawohl. Naja, mit Medium Speed ist es gar nicht so scheiße. Was hast du? 1,30,9. Ja. Mit Mediums. Ich weiß für immer, was wir gefahren sind. Also du bist da gute 1,29 mit Soften gefahren. Okay. Am Freitag. Ach na, stimmt gar nicht. Kannst du dich erinnern, wir haben ja Zeitfahren danach nochmal probiert. Ja. Und da hast du 1,29,5 gehabt, glaube ich, und ich 1,29,7. Nee, nee, da hatte ich 1,27 irgendwas. 1,27,0 hatte ich da. 1,27,0. Im Zeitfahren, ja. 100 Pro. Okay, dann kann sein. Alter, was macht denn der? War schon ein wenig knapp. Ja. Scheiße. Muss mal kurz in meine Grafikeinstellungen reingucken. Mei, oh mei. Ja, in der Spitzkehre. Ah, die kriege ich nicht. Ich kriege diese blöde Spitzkehre nicht hin. Ich verliere so viel Zeit. Das ist
Ja, ich pack die gerade auch nicht so richtig wirklich. Ich bremse zu früh, dann bremse ich wieder zu spät. Gerade ziemlich unsauber auf meine Mediums irgendwie. Bei mir geht es jetzt so langsam ein bisschen besser, ja. Aber am Anfang war bei mir auch. Was hast du denn für Zeit jetzt? Immer noch dieselbe. Achso. Oje. Andere Mediums. Ach so, was hast denn du eigentlich für Reifensetter mitgenommen? Weiche oder ausgewogen? Ausgewogen. Ja, ich auch, okay. Boxen stop. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Wie läuft's bei dir? Ist jetzt noch nicht so geil. Zweimal in die Fahrstelle, jetzt bin ich aufs Grüne gekommen, Alter. Oh Mann. Wenn man mal neue Medien suchen oder Feinungen. Macht der Rufi da?
Scheiß. Oder nee, ich fahre jetzt erstmal Soft. Und dann fahre ich. Was anderes? Ich fahre jetzt nur mit Medium, damit ich eine Referenz habe. Und dann fahre ich Soft. Günther fahren, das irgendwas passt ja mit meine Einstellungen da. Warum? Du musst die Anpassung halt. Wie? Spiegel und so, das ist alles viel zu weit. Oh. Irgendwas ist mit dem Spiel, ne? Irgendwas passt nicht, ne? Ja. Bei mir ist aber auch, ich habe das Gefühl, dass das Spiel so ruckelt. Ja, du tut bei mir nix. Toi, toi, toi. Boah. Was denn? Abgeflogen. There's four laps of fuel remaining. Das ist gerade irgendwie nix, was ich da mache.
has 4 laps of fuel remaining. Danke, Giovinazzi. Ah je, das war mal wieder gar nichts. Gar nichts. Boxenstopp. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Muss was verändern am Setup. Das ist, bin zu langsam auf der Geraden. Viel zu langsam. Checks complete. We're ready. So. Hallo. Hallo. Also ich bin viel zu langsam auf der Geraden. Echt? Bin gerade nicht am Giovinazzi vorbeigekommen, mit Harten ist der gefahren. Naja gut, aber das muss ja nichts heißen. Ob jetzt hart oder soft, wenn du auf der Geraden. Also es hat ja mit der Geraden nichts zu tun, die Reifen, glaube ich. Alter. Also ganz im Gegenteil, Harte sind ja auf der Geraden eigentlich eher schneller als die Weichen. Echt? Ja, also soweit ich, was man jetzt halt so in den Interviews hört, wenn ich mich jetzt an Imola zurückerinnere, an das Rennen in echt halt, ne? Dann waren die mit harten, also haben sie gesagt, dass sie teilweise mit harten halt, oder mit Boxenstopp, ja, schneller sind wie mit weiche Reifen, weil die natürlich nicht so arg haften, sag ich mal. Also, weiß ich nicht, vielleicht stimmt's auch nicht. Oder habe ich es falsch verstanden oder so. Aber ich dachte, dass die Weichen auf der Geraden langsamer sind als die Mediums, die wir hatten. Okay.
Also so wie sie jetzt eingestellt habe, ist eine Katastrophe, dann bleibe ich lieber bei meinem Setup. Wie? Was hast du denn eingestellt? Flügel wenn rund runter, Stabi ein bisschen verändert. Nee. Mach ich nicht. Okay. So, ich bin jetzt von den Stops raus. Ich weiß nicht, warum sich da mein OSD verstellt hat. Ich begreife das nicht. Hat dafür nichts geändert. Keine Ahnung, aber auch das mit dem Push to Talk hat sich ja verstellt. Ja. Oder? Nee, warte mal. Das hat sich nicht verstellt. Stimmt gar nicht. Das hat es sich ja gar nicht verstellt. Nee. Ja, das war ja immer schon an. Ich hab's irgendwie ausgemacht, blöderweise. Ich weiß es nicht. Aber das standardmäßig stumm war aus. Ja. Also scheinbar stimmt es nicht, weil ich bin auf der Geraden schneller als langsam mit Software. Mit der Runde sind wir auf P4. Also ganz ehrlich, das ist doch ein Witz. Der Verstappen ist so ein Pisskopf, ne? Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Ja. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern.
Mann, Mann, Mann. Ich will links an ihm vorbeiziehen vor der Schikane, bin schon neben ihm quasi, so schräg neben ihm. Und er zieht rüber und bremst ein. Oh Mann. Ach, Christian. Ah. Christian. Der fährt jetzt Indianapolis, also Force India, nicht Force India, Schmarrn. Wie heißt's? IndyCar, mein Gott. Das wäre es mir fast nicht eingefallen. Ist ja so ähnlich wie Formel 1, ne? Ja, genau. Und gleich mit Pol rausgefahren am Wochenende. Echt? Ja. Okay. Das gönne ich dir voll, ne? Ja, ich auch. Treibstoffinfo. Ah! Okay, alles klar. Danke. Ruf ihn an. Schibbel, ja, ich hab's gesehen. Was war hey, das denn, Alter? Alles klar. Genau. Ich hab blöderweise auf dem Boxen-Dings da, aufs Radio, Team-Radio gedrückt. Ja. Und dann hab ich aber rechts lesen müssen, was ist, ne? Und das hat mich wegen aus dem Konzept geschmissen, irgendwie. Geil. Oh mein Gott. Fünf Minütchen. Ich will meinen neuen Satz mal. Fünf Minuten in dieser Session. Hört's bei dir ein wenig aus? Ja, ich fahre recht unsauber. Das 50er-Schild da hinten hast du mit abgerammt, hä? Ja, leider. Voll reingeschossen da. Eieieiei. Ist schlecht, ne? Was macht der denn der Weg noch? Ja. Ja, ist schlecht, ja, ist richtig. Also ob wir vorbei da. Der Bodinger. Was ist denn das? Der Hubital. Ach, der Hubital. Mensch, müsst versorgen euch. War ich denn wie ich gestanden? Ach, blöd. Nee, hat gepasst, ging schon. Ja? Ja. So, jetzt mal Concentration irgendwie, das ist noch nicht das Wahre.
liegt noch zu viel irgendwie rum. Bei mir auch. Bestimmt. Ja. Wenn ihr immer so erwischt, die letzte Kurven vor der langen Geraden da. Ach, jetzt fährt mir der Reporter vor der Schnauze rum, ne? Scheiße. Raus aus dem Konzept. Die S ist, wenn du falsch anfährst, dann kannst du eigentlich komplett vergessen. Ist richtig, ja. Wenn du da den Flow verloren hast, ist rum. Ei. Ah. Puh. Was hast du gemacht? Ich war kurz ein wenig quer gestanden. Bin ein wenig Richtung Wand getriftet. Der kleine Herzinfarkt am Abend vertreibt Kummer und Sorgen. Also na, am Morgen, ne? Ja. Scheiße, echt. Ich hab da vorhin die lange Links bin ich getriftet. Echt? Ja. Ende? Alter. Es ging schnell, ja. Ich helfe mir mit überholen. Damit wir wenigstens einmal eine gute Zeit draufstehen haben. Jawohl. Total schade. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ach, nee, gut, aber zum Trainingsende ist wurscht. Ist richtig. Gut, dritte wäre ich waren mit weiß. Meinem Zeitchen. Ich wäre sechste, weil ich Gott bin ich scheiße gefahren. Das ist ja unglaublich, Alter. Alter. Ja, gut. Alter. Training wieder mal vorbei, na, liebe Freunde. Das. Gepflegten Sim-Racing, wir verabschieden uns. Das ist doch eher ungepflegtes Sim-Racing, oder nicht? Ja, heute schon. Heute, ja. heute auf jeden schon. Fall, Alter. Ja, das ist richtig. Ich hoffe, am Sonntag wird es dann ein wenig gepflegter. Ja, das hoffe ich auch. Da sind wir wieder live für euch bei Twitch ab 19 Uhr. Der Hufi dann und ich, der Wegmatt. Und dann in Suzuka mit unserem Liga-Rennen in der F1 Online-Liga. Wieder auf der Xbox, in der FH3 und wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, wieder einen Daumen hoch da lassen. Am besten auch abonnieren und die Glocke anklicken, dass ihr auf dem neuesten Stand bleibt, was die Videos angeht. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend und bis zum Sonntag dann.
Macht's gut. Servus. Ciao.